Willkommen zurück. Was würden Sie sagen, wenn Sie den übrig gebliebenen Milchschaum Ihres Nachbarn als, vielen Dank, als Joghurt serviert bekommen? Klingt komisch, ist aber ein geniales und durchaus leckeres Beispiel aus der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Mein Kollege Matthias Fiedler hat ein Café in Berlin besucht, das genau so arbeitet. Dass in diesem Café alles ein bisschen anders läuft, zeigt von außen nur ein kleines Schild. Das ist ein ganz besonderes Café, denn hier wird fast kein Müll produziert. Hier wird nämlich wiederverwendet und ich hoffe, dass ich hier auch noch einiges lernen kann, was mir in meinem Haushalt zugutekommt. Auf den ersten Blick sieht es im Berliner Isla Café aus wie in einem gewöhnlichen Café. Die braunen Tassen sind aber ungewohnt. Was es mit denen wohl auf sich hat? Eine Tür als Sitzbank, nette Idee. Auch auffällig, Matthias sieht besonders viele Metalleimer im ganzen Café. Die haben auch eine Bedeutung. Die Kundschaft ist international. Der Laden kommt an, denn der ungewöhnliche Recycling-Ansatz hat sich herumgesprochen. Dahinter steht Kaffeebesitzer Peter Duran. Der Amerikaner hat nachhaltige Entwicklung studiert und schon in einem anderen Café versucht, seine neuen Recycling-Ideen umzusetzen. Aber dort konnte er nicht selbst entscheiden. Manche Dinge waren einfach ein bisschen zu abgefahren oder aufwendig in der Zeit. Deswegen haben wir uns entschieden, den Laden hier aufzumachen, damit wir das testen konnten. Peters Ansatz: Kreislaufwirtschaft, alles wiederverwenden. Und das beginnt schon bei der Einrichtung. Auf Matthias wirkt alles wie neu. Irrtum. Peter hat einfach Ressourcen gespart und nichts angeschafft. Das sieht man im schlichten skandinavischen Möbelstil nicht an. Die Möbel hast du aber beim Designer gekauft, oder? Nein, das hat tatsächlich eine Freundin von uns gemacht, aus dem Holz, was hier vorher drin war. Aber meiner Meinung nach sah es nicht so schön aus und wir haben deswegen alles zerlegt, sortiert und das mit einer Freundin dann nochmal verarbeitet. Krass, ich finde, das sieht man überhaupt nicht. Das sieht wirklich aus wie frisch vom Designer. Also so soll es auch aussehen, damit andere Leute das nachmachen wollen. Denn Peter will andere Gastronomen von seinem Konzept überzeugen. Deshalb betont er, dass seine Ideen zur Abfallvermeidung Kohle bringen. Peter setzt auch auf kurze Wege. Zweimal die Woche kommt eine Lieferung der örtlichen Markthalle mit Gemüsekisten, Milchflaschen und vielen Metalleimern. Alles verpackungsfrei. Was habt ihr denn da oben in diesen großen Eimern? Das sieht aus wie Farbe. Das ist unser Kaffee. Ach, da ist der Kaffee drin. Genau, ja. Damit der nicht in Kunststoff gelagert werden muss oder so. Ja. Ganz genau. Keine Plastiktüten, keine Verpackung. Vermeiden das so weit, wie es geht. Das Gebäck in der Auslage holt Peter von der Bäckerei um die Ecke. Alte Brot- und Gebäckreste bekommt er sogar umsonst und macht daraus eine leckere Nachspeise, Brotpudding. Was das ist und wie das geht, zeigt Matthias die australische Chefköchin Mess. Das ist eine Art French Toast, vor allem aus Blätterteig. Andere Brotsorten gehen aber genauso. Und so geht's. Mess verquirlt ein paar Eier mit Milch. Die Schalen kommen auf den Kompost, wo sie wieder zu Humus werden. Dann das alte Gebäck vom Vortag zerrupfen und in eine Schüssel geben. Das Ganze muss sich jetzt schön vollsaugen. Schöne Matscherei, das macht Spaß. Jetzt pressen sie die Mischung fest in eine Kuchenform. Noch fester. Perfekt. Also das ist wirklich mal ein Gericht nach meinem Geschmack. Alles ein bisschen zusammenmatschen, in die Form rein und ab in den Ofen. Also einfacher geht's ja nicht, ne? Nach einer halben Stunde bei 170 Grad ist der Brotpudding fertig. So, der Brotpudding ist abgekühlt. Der wird jetzt praktisch nur noch geschnitten und dann aufgewärmt. Die Scheibe Brotpudding in einer Pfanne mit ein bisschen Öl goldbraun anbraten. Dann Ziegenkäse drauf plus Kuchenstreusel und einen Schuss Himbeeressig. So, dann schauen wir doch mal, ob der Brotpudding den Gästen schmeckt. Schmecken soll er nach French Toast mit kühlem Frischkäse und einer süß-sauren Note. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Nicht zu süß. Ja, gut. So, jetzt will ich aber auch noch mal probieren, ob das schmeckt hier. Genial.
Aber was sagen die Leute eigentlich dazu, dass Peter in seinem Café altes Essen recycelt? Das scheint hier für niemanden ein Problem zu sein. Gute Idee. Das ist sehr ressourcenbewusst und besser, als etwas wegzuschmeißen. Matthias bestellt sich was Leckeres von Peters Speisekarte. Auf der finden sich recycelte Kreislaufgerichte sowie normale Speisen wie Roggenbrot mit Chili-Butter und Ei. Dazu einen Kaffee. Da fallen Matthias die braunen Tassen auf. Die ist ja leicht. Fühlt sich an wie Kunststoff, Plastik, aber passt gar nicht in den Laden, oder? Ist das Plastik? So eine Art Bioplastik. Bioplastik aus Kaffeesatz. Deshalb sammelt Peter alle Reste aus seinem Kaffee. Wenn er genug zusammen hat, kommt der Kaffeesatz ein paar Häuser weiter zu Julian Lechner. Er ist der Erfinder der Kaffeetasse. Bevor er den Kaffeesatz weiterverarbeitet, muss er ihn erstmal trocknen. Danach siebt er ihn fein durch. Aus diesem gesiebten Kaffee entsteht dann zusammen mit Holzspänen und Zellstoff ein Granulat. Der letzte Schritt? Eine Presserei presst die Granulatkörner unter hohem Druck und Hitze in die richtige Form. Am Ende landet die Tasse dann wieder bei Peter im Kaffee. So funktioniert Kreislaufwirtschaft. Jeden Tag schmeißen wir 80.000 Tonnen Lebensmittel weg, Plastikmüll noch deutlich mehr. Und das Umweltministerium hat seine Recyclingvorgaben verschärft. Deshalb gewinnt Kreislaufwirtschaft an Bedeutung. Experten unterscheiden dabei zwei Kreisläufe. Im biologischen Kreislauf sind Abfälle ein Rohstoff, der über Verarbeitungsschritte wieder zu Lebensmitteln oder anderen Produkten wird. Im technischen Kreislauf zerlegt man nicht mehr Gebrauchtes in seine Einzelteile und nutzt sie für Neues. Vorteil: es gibt wenig oder gar keinen Müll. Weitere Tipps, wie man Essen recyceln kann: Gemüseabfälle wie Lauchenden würden andere wegschmeißen, Peter nicht. Mess macht aus den Resten eine aromatisierte Butter. Für Lauchbutter müssen wir erstmal Lauchöl machen. Aus dem grünen Teil des Lauchs, den viele Leute wegschmeißen. Und ganz normalem Öl. Lauch und Öl zu gleichen Teilen in den Mixer und alles gut pürieren. Damit der bittere Geschmack rausgeht, filtert Mess die Lauchfasern ab. Dazu reicht ein Küchentuch. Jetzt normale Butter in die Schüssel und mit dem Lauchöl vermengen. Fertig ist die Lauchbutter. Und wie schmeckt's? So. Very good. Yes. Ja, schmeckt dann wie so eine ganz softe, saftige Butter mit dem Lauchflavor. Aber jetzt nicht übertrieben, also angenehm. Selbst auch ein bisschen Restmilch macht das Café Isla etwas, das man ganz leicht nachmachen kann. Peter kippt alle Milchreste in ein Glas neben der Kaffeemaschine. Das ist die Milch, die übrig bleibt beim Aufschäumen. Und die heben wir den ganzen Tag auf. Ach, das kriegt der nächste Kunde dann, oder? Nein, daraus machen wir Käse und Joghurt. Ja. Das ist ja abgefahren. Lohnt sich das? Auf jeden Fall. Also man würde das sonst wegschmeißen. Und ja, alleine mit dem, was wir wiederverwerten mit der Milch, kann ich eine Teilzeitkräfte im Monat zahlen. Da kommt einiges an Milchresten zusammen. Ein Tag für uns heißt es 7-8 Liter. 7 Liter? Das ist ja eine halbe Kuh. Ja, mehr oder weniger. Wie Peter damit so viel Geld spart, sehen wir gleich. Aber erstmal zeigt uns Mess, wie sie den Recycling-Joghurt macht. Einen halben Liter der Restmilch mit einem Esslöffel Naturjoghurt verrühren. Der enthält Bakterienkulturen. Bei Wärme vermehren sie sich in der Milch. Deshalb über Nacht ab ins warme Wasserbad bei 45 Grad. Nach 12 Stunden sieht die Milch dann so aus. Durch die Bakterien ist sie ganz glibberig geworden. Jetzt muss Mess die Molke vom eigentlichen Joghurt trennen. Das macht sie wieder mit einem Küchentuch. Noch ist der Joghurt ziemlich fest, deshalb ein bisschen Molke rein und cremig rühren. Voilà, der selbst gezüchtete Joghurt ist fertig. Schmeckt richtig frisch. Ist das spezieller Joghurt oder ist er einfach nur sehr frisch? Er ist sehr frisch. Wir haben ihn ja gestern erst gemacht.
Und wenn man sich vorstellt, dass dieser überschüssige Milchschaum eigentlich woanders im Müll gelandet wäre, hier wird Joghurt draus gemacht, Ricotta, sogar Käse kann man draus machen. Geil. Wir rechnen zusammen. Beim Kaffeekochen bleiben bei Peter jeden Tag bis zu 8 Liter Milch übrig. Das sind im Monat 240 Liter. Aus dieser Menge macht er Milchprodukte wie Joghurt und Ricotta im Wert von 900 Euro jeden Monat. Damit zeigt Peter, Kreislaufwirtschaft kann eine lohnenswerte Alternative für viele Gastronomen sein.